Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger. Beste Freunde, Profisportler und nun auch Kinderbuchautoren. Gemeinsam haben sie das Buch Auf die Piste fertig losgeschrieben. In den Hauptrollen Ixi der Fuchs, Felix Neureuther, und Basti der Husky, im wahren Leben Bastian Schweinsteiger. Als ich die Idee hatte und ich dann auf den Basti zugekommen bin, da hat er ohne zu zögern ja gesagt. Das gleiche übrigens auch bei Marcel Hirscher und bei der Miri natürlich auch. Für den Basti gilt eigentlich da das gleiche wie für mich auch. Also wir sind unheimlich gerne mit Kindern zusammen, finden es total cool, wenn die Spaß an der Bewegung haben, und deswegen vereint uns das. Oftmals geben Promis nur ihren Namen für ein Buch her. Auf die Piste fertig los sei aber zu 100% Felix. Gezeichnet habe ich es nicht, weil dazu kann ich einfach zu schlecht malen. Aber die Geschichte, die Idee dahinter, das ist alles Ixi oder Felix. Die vier Freunde Ixi, Basti, Mimi und Marcello spielen gerne im Schnee. Den ganzen Tag sind sie draußen und trainieren für die Winterwald-Olympiade. Am Wettkampftag gibt es dann aber einen Zwischenfall. Das Buch soll schon auch wirklich Werte vermitteln. Also, dass man einfach respektvoll miteinander umgeht. Also auch wenn mal einer hinfällt, dass man ihm hilft aufzustehen. Dass Gewinnen unbedingt nicht immer alles ist. 15 Euro kostet das Buch. Der Erlös geht komplett in Neureuther Stiftung Beweg dich schlau. Er und sein Team gehen in Kitas und Schulen und zeigen dort Bewegungsübungen, die Konzentration und Lernfähigkeit der Kinder verbessern sollen. Auf die Piste fertig los, Neureuthers erstes Kinderbuch und wahrscheinlich nicht sein letztes.